Und der Sender? Sag mal was. Herr von Stauffenberg. Hey, du Trottel. Du bist nicht von Stauffenberg und auch kein Verräter. Geh einfach rein, schau, ob Tyson da ist und komm wieder raus. Klingt easy. Warum machst du es da nicht einfach selbst? Und damit willkommen zurück zu Battlefield Hardline Part 2. In der vorherigen Folge sind wir durchs Fenster gesprungen. Damit er es nicht versaut. Keine Ahnung, Mann. Aber scheinbar suchte nach Tyson. Haben dann Antje verfolgt, haben ihn gestellt. Und jetzt sind wir hier gerade bei diesem Informanten, der wo uns jetzt gerade helfen muss, Tyson zu finden, glaube ich. Und deswegen lassen wir uns einfach mal überraschen. Tyson, das ist nicht so einfach, Mann. Komm schon, Mann, jetzt lass mich nicht zerhängen. Alter, geh nach Hause. Ich muss Tyson sprechen. Ganz ruhig, reiß dich mal zusammen, Bruder. Geh, geh. Das war okay. Lass ihn. So, jetzt betritt natürlich unser Vermanntes Haus. Sind wir natürlich mal gespannt, was gleich passiert. Das Ding hat ein digitales Richtmikrofon. Scanne den Bereich und hör zu. Ich bin jetzt Experte Level 1. Jetzt sind natürlich in der Mission auch noch neue Handwaffen freigeschaltet. Richtig nice, muss ich jetzt sagen. Das heißt jetzt, man kann jetzt Level hochsteigen und damit auch neue Waffen freischalten. Muss ich sagen, finde ich richtig nice gemacht. Da hat sich EA, DICE und Visual Games richtig was einfallen lassen. Ich bin natürlich auch sehr gerne, ich spiele wirklich sehr, sehr gerne Battlefield, schon seit Battlefield 2 Zeiten und macht mir immer noch Spaß wie E und D. Und deswegen muss ich sagen, habe ich mich so richtig hart auf Battlefield Hardline gefreut. Und dies ist anscheinend Tyson. Tyson hat eine Handwaffe in der Hand und ich glaube, der ist nicht gut Kirschen mit dem Essen. Tab, was willst du hier? Das ist Tyson. Scan ihn. Wir brauchen Beweise. Fuck. Ja. Ich kann Tyson nicht sehen. Tja, ich weiß auch nicht, Mann. Der soll sich bewegen. Hör auf, überall nach mir zu fragen. Das ist zu gefährlich. Tyson, einmal noch. Bitte. Das stimmt. Setz dich hin. Ich schau, ob ich was machen kann, okay? No problemo. Kein Problem. Anscheinend geht es natürlich wieder um Drogen. Jetzt kommen ein paar Fahrzeuge. Ich sag ja, er fliegt jetzt gleich auf und wir müssen ihn rausholen. Wäre am wahrscheinlichsten. Keine Ahnung. Was sollen wir machen? Wo, 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 so geht das nicht, so geht das nicht. Ich scanne so viele von den Typen wie möglich. Oh, Scheiße. Wir sind sag ich doch. Her. Komm, wir müssen zu ihm, los. Zentrale, hier 13, hier wird geschossen, wir greifen an. Alle Einheiten, Schießerei gemeldet. Ecke 3. und 33. So. Komm schon. Ja, gute Frau. Sie, du brauchst nicht so lange. Ich bin jetzt schon längst... Ich pass auf. Nimm die Typen fest. Zücke deine Marke, um maximal 3 Gegner zum Stehenbleiben zu zwingen. Auf die Aufmerksamkeitsanzeige füllen sich langsam, sobald ein Verdächtiger gefährlich wird. Um die Kontrolle bei der Verhaftung von Verdächtigen zu bewahren, wechselt dein Ziel zwischen ihnen hin und her. Suarez angeheuert. Suarez? Halt! Die Typen, die hier rumkommen. LAPD. Wer sind die? Keine Ahnung! So. Ey, ihr müsst sein... Kein! Alles klar, Nick. So, mach jetzt mal Platz, Schlampe. Jetzt lassen wir mal die Profis ran. Du hast das Recht zu schweigen und deine Kacknub, Alter. Zentrale, holt den Kerl ab. Wir versuchen natürlich jetzt erstmal so leise wie möglich vorzugehen. Schon Rambo-Zeiten waren gestern. Wir sind unseren LAPD-Cop. Okay, wir können tasern. Oh.
Muss ich sagen, finde ich ehrlich gesagt nice. Können wir auch hier rein. Ich probiere jetzt natürlich so ein bisschen sneaky-mäßig vorzugehen. Ich kann natürlich nicht sagen, wie lange das hält. Aber... Ihr miesen Schweine. Habt ihr wirklich geglaubt? Halt! Stehen bleiben! Polizei! Also ich muss sagen, schon geil gemacht, wenn man sagt, stehen bleiben, Polizei, dass sie dann wirklich auch stehen bleiben. Du bist nervös. Okay, ganz ruhig! Wow! Was soll das denn? Was jetzt? Den hier hab ich nicht. Denk nicht mal dran, du kleiner Kacken. Denk nicht mal dran, nur irgendeine Waffe zu ziehen. Die 18 haben wir. Nehmen wir einfach mal die G18 mit. Wie viel Munition haben wir von dir noch? Nicht mehr viel. Wie viel haben wir noch? Ich muss ja halt gucken, wo wir mehr Munition haben. Okay, nehmen wir mal die G17 mit. Okay, wir müssen jetzt in den zweiten Stock hoch. Ich finde, die G18 passt halt irgendwie besser zu amerikanischen Cops. Deswegen habe ich mir gedacht, nehmen wir uns die G17 mal nicht. Okay, sobald immer ein grünes Ding angezeigt wird. So. Du bist verhaftet. Hier Mendoza, wir greifen die Verdächtigen an. Alle Einheiten, 13 melden direkten Kontakt mit mehreren Verdachtspersonen. So. Okay. Die beste Ausrüstung im Spiel schaltest du frei, indem du deinen Expertenlevel erhöhst. Jedes neue Level schaltest du neue Kategorien von Waffen, Gadgets oder Aufsätze frei. Verhafte Verdächtige, sammle Beweismittel, scanne deine Umgebung und löse offene Fälle, um deinen Aufstieg durch die Ränge zu beschleunigen. Wir sind jetzt 5, weil wir haben jetzt neue Waffen bekommen. Okay, das heißt, wir sehen ja, was es hier schon für schöne Waffen alles noch gibt. Das ist noch die P22. Haben wir jetzt nichts dafür eigentlich. Und jetzt würde mich mal interessieren, ob es ja auch die Goldtarnung hier für die Waffen gibt. Weil im Online-Modus gibt es ja natürlich auch Goldtarnungen, aber das beschäftigen wir uns jetzt später. Dann. Scanne mal. Vielleicht gibt es Hinweise auf Kreis. Okay. Wir scannen jetzt einfach mal gerade hier die Umgebung. Fallakte. Fallakten werden freigeschaltet, sobald neue Beweismittel analysiert werden. Dein Scan brummt bei Beweisen in der Nähe. Analysiere alle Beweise einer Fallakte, um Belohnungen zu erhalten. Fallakten kannst du im Pausenmenü oder nach dem Scannen eines Beweises per Shortcut ansehen. So. Die Hotshot-Akte. Im Beweismaterial des Teilsbildschirms kannst du mehr Informationen zu den gefundenen Beweisen erhalten und dir anhören, wie Nick sie einschätzt, wenn du ein neues Beweisstück analysierst. Kannst du direkt zu diesem Bildschirm wechseln. So. Wie spähen Stoddard aus? Das würde ihm wohl schmeicheln. Das war die andere Datei. Gut. Weiß nicht. Wir nehmen die G17 nostalgiemäßig mit. Sehr schön. Denk dran, sobald das Gerät brummt, ist Beweismaterial in der Nähe.
Okay. Neue Schrotflinte. Doch. Ich glaube mal eine Schrotflinte. So, und jetzt, gute Frau? Also das heißt, es vibriert, sobald man in der Nähe ist, vibriert es auch. Guck mal, da zeigt es das an. Ah, siehst du da auf dem Tisch auch noch was vergessen. Muss ich jetzt natürlich, muss ich ehrlich gesagt mich ja schon ein bisschen dran gewöhnen, alle Beweismittel oder alles zu finden. Aber wir werden noch im Laufe des Spiels, denke ich, herausragende Cops werden. Aber wir kriegen sogar in der Story Battle Packs, nicht nur in der Online-Modus. Tyson war gar nicht hier. Das war ein Videochat. Fuck. Vielleicht ist er noch da. Oh, fuck. Ihr Bullen hat sie hergeführt. Nicht wahr? Tut mir leid, die hatten es auf dich abgesehen. Hallöchen, Tyson. Oh, Mann. Das wird ja immer besser. Hey, dein Kumpel Tab ist weg. Und deine Leute sind tot. Fuck! Ja. Hey. Ja, schön. Das sind nicht meine Leute, okay? Ich schenke denen nur manchmal was, klar? Wer will dich umbringen, Tyson? Tja, sowas erfährt man halt normalerweise nicht vorher. Sag uns, wo du bist. Wir können dir helfen. Sorry. Da habe ich meine Zweifel. Ja. Und jetzt? Wenn wir Tyson nicht kriegen, ist er tot. Zentrale hier 13. Wir müssen dringend eine IP-Verbindung nachverfolgen. 13, Verfolgung läuft. Und wir sind verbunden. Brauchen noch ein paar Minuten, 13. Verstanden. Also los. Die Jungs werden noch eine Weile brauchen. Ja. Wir wissen, was Tyson vorhatte. Aber nicht, wo er ist. Das ist jetzt scheiße, dass die Frau mal die Türen aufmacht, weil die mir läuft. Also die läuft mir ein bisschen zu langsam. Los nach oben! Wir müssen ihn finden! Scheiße! So, LAPD. Eine falsche Bewegung und ich rotze euch alle mit meiner Schrotze weg. Habt's ja nur einmal zum Nachladen. Gegner untersuchen den Ort, so wie sie dich zuletzt gesehen oder gehört haben. Er wird durch einen orangenen Kreis angezeigt. Hat einer die beiden? Halt! MPD! So irre! Kopf können wir nicht brauchen! Holt ihn euch! Hauptsache unter Beschuss! Alle Einheiten, 13 meldet Schüsse vor Ort. Hör mal, glaubt ihr eigentlich zum Meldungen zu einer Schießerei. Alle Einheiten, 349. Sag mal, ich hab doch gesagt, Hände hoch, ihr kleinen Hurensöhne. FBI. Sozialschmarotzer, fuckt euch. Fickt euch. Ich hatte immer vom Vorteil, wenn man eine Gangsterwaffe nimmt, zum Beispiel die G18, dadurch kriegen wir natürlich immer Munition durch die Gegner. Los, rein! Detected down. Wir haben die Positionsdaten. Danke, ich warte auf. Einsatzziel abgeschlossen. Ich muss sagen, ich spiele jetzt Battlefield Hardline ungefähr über eine halbe Stunde. Und ich habe so Bock auf die Kampagne. Also ihr könnt euch in den nächsten Tagen, ich probiere jetzt die Kampagne so schnell wie möglich durchzuspielen. Und ich werde dann natürlich auch so schnell wie möglich alle Gameplays und Eindrücke von mir kriegen. Natürlich wird es auch Online-Gameplays geben. Und in den Ferien wird es natürlich dann noch ein kleines Spezialvideo geben. Und ja, da würden wir werden auf jeden Fall noch viel, viel Spaß mit Battlefield haben. Es soll auch noch richtig geile Gameplays geben. Also online meine ich auch. Durchsuchungsbefehl habt ihr, oder? Ganz ruhig jetzt. Scheinst dich wohl mit deinen Grundrechten auszukennen. Wir sind nicht hier, um dich zu verhaften. Raus hier, los! Ich hol meine Sachen. Hey, erklärst du uns bitte mal, was los ist? Ich mach den ganzen Tag nur eins. Tabellen ausfüllen. Auf der Straße war ich schon ewig nicht mehr. Mittlerweile bekämpft jeder jeden und ich suche mir scheinbar immer die falsche Seite aus. Mehr weiß ich nicht. Können wir das woanders besprechen? Hey! Scheiße. Sie ist angeschossen worden. Oh, Scheiße! Oh, ja. Wow. Wie schlimm ist es? Oh, Mann. Oh, Scheiße. Pass auf. Ich drück die Wunde ab, okay? Okay,
an! Ich weiß, halt einfach durch. Wir sind nicht wegen dir hier. Können wir sie nicht schießen? Ich bleibe bei dir. Sie stirbt es bestimmt gleich. Leck mich! Schnappt euch Tyson und macht den Kopf klein! Komm, lad nach, lad nach, lad nach. Oh shit. Die Frau wird sterben, so wie es aussieht, denke ich. Sag mal, was haben die denn hier für Waffen? Fickt euch. Sag mal, ich habe es gerade dreimal geschossen und jetzt muss der schon wieder nachladen. Oh, scheiße. Kai! Finde ich ehrlich gesagt scheiße. Ja. Boah, rasen wir nur gleich mit dem Auto rein. Ja. Konzentration, okay? Fick dich. Auf den Boden, runter auf den Boden! Hey, wir sind Cops, wir sind Cops. Sie ist verwundet. Ich glaube, es ist die Arterie. Schade. Ich hätte gesagt, dass sie stirbt. Hände hoch, sofort! Das ist ja meine Begrüßung. Detective, wer ist das? Oh, du meinst den? Kennt sich mit Tabellen aus. So. Fall abgeschlossen. Wir haben jetzt den ersten Fall abgeschlossen, oder besser gesagt die erste Akte. Jetzt sehen wir jetzt nochmal im Überblick, was wir alles gefunden haben, was wir erreicht haben und was wir geschafft haben. Natürlich die Freischaltungen, ein Bronze-Battle-Pack, neue Waffen und so. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach nochmal die zweite Episode. Wir sind jetzt nicht mehr lang, aber wir starten es jetzt einfach schon mal und lassen uns überraschen, was dort alles passiert. Kai war die letzte Woche verletzt, außer Gefecht, und Davis hat nur sein Büro gehockt. Nachdem der Captain fast schon wieder einen Officer verloren hätte, plante er vorsichtig sein weiteres Vorgehen. Per Haftbefehl gesucht. Ah, okay, wir haben wahrscheinlich die, warte mal, Ausrüstung. Also ihr seht hier, hier gibt es noch so viele Waffen, wo wir freischalten können. Scharfschützengewehre, Sturmgewehre. Also da würde ich mich auch schon gleich richtig auf, ich werde das nämlich auch gleich Online-Modus zocken. Und ehrlich gesagt, ich freue mich schon richtig hart auf den Online-Modus, weil wenn ich jetzt hier schon die Waffen sehe, was man alles freischalten kann, muss ich nur schon mal Respekt sagen. Ich kann jetzt ein paar Revolver freigeschalten, aber das ist ja nichts für uns. Wir starten jetzt einfach den nächsten Fall und lassen uns überraschen, was passiert. Scheiße. Ja, verstehe. Es gibt zwei neue Leichen vor Manatee Bay. Benutzt sie doch als Bojen. Mendoza, hast du eine Sekunde, bitte? Oh, aufgepasst, alle Mann. Nachwuchsdetektiv in Eile. Hi. Detective Dow ist wieder im Einsatz. Ihr Arzt war zwar dagegen, aber ich nicht. Bist du okay? Sport fällt flach, aber mir geht's gut. Das Koks, das du mit Stoddard gesichert hast, kommt aus Kolumbien. Und zwar mit dem Boot. Das hatten wir lange nicht. Normalerweise kommt alles über Mexiko. Was hat Tyson Latchford denn dazu gesagt? Mr. Latchford hat, wie sich rausstellte, einen sehr guten Anwalt. Hier. Das ist Lee Ray, alias Stingray, Kartellgroßhändler. Hat mich gestern angerufen. Hat angeblich Infos zum Drogenkrieg, der gerade in Miami tobt. Wir müssen Leo herbringen. Aber unauffällig. Nur wir drei dürfen davon wissen. Hier drinnen ist er eventuell genauso in Gefahr wie auf der Straße. Verstanden? Yes, sir. Gut, dann macht hin. Anscheinend müssen wir jetzt den Kartell-Großhändler abholen. Boah, die Grafik sah gerade richtig geil aus. Anscheinend müssen wir den Kartell-Großhändler abholen.
und darauf warten, oder besser gesagt nichts davon sagen, weil er vielleicht auch im Polizeirevier gefährdet sein kann. Ich würde sagen, einfach mal los ins Geschehen rein und lass uns überraschen. Ja, ist auch noch schön ins Parkhaus fahren. Oh ja. Hätte ich einen anschießen lassen, dann hätte es auch keine Schulterschmerzen. Passt. Korrupte Cops, das kapiere ich nicht. Ach echt? Wirklich? Ja, scheiß Arbeitszeiten und der Lohn erst. Ja, aber sonst ist doch alles toll, oder? So. Da ist unser Mann. Okay, bleib beim Wagen und pass auf. Ich soll jetzt am Wagen bleiben und aufpassen. Bleib beim Wagen. Wachhunde, Leo? Blöde Idee. Wer ist das? Der wollte mit mir in den Zoo. Wollte eine bedrohte Tierart sehen. Ja, ist das denn zu fassen? Ich wollte Dawes sprechen. Und Dawes schickt uns. Wenn mein Handy das nächste Mal klingelt, dann will ich, dass Dawes dran ist und mir sagt, wann und wo wir uns unterhalten können. Ich will keine albernen Witzfiguren wie euch. Ich will echten Schutz. Ich verpasse mein Spiel. Gehen wir. Die kannst du mir geben. Hey, Finger weg. Hey. Man sagt, du hast Tyson Letchford erledigt. Beeindruckende Nummer. Mit wem haben wir es denn zu tun? Spar dir das für Dawes. Also, was sollen wir machen? Sagt eurem Boss, ich habe alles vorbereitet und ihr habt es versaut. Gib mir die Tasche, Leo. Sonst knall ich ihn ab. Leo, verdammt! Hey, Deckung! Da! Auf den Weg! Kai! Wer sind diese Typen? So, und was natürlich nächste Folge passiert, das seht ihr das nächste Mal. Wenn es euch jemand gefallen hat, lasst ein Abo und eine Bewertung da.